Hallo Leute, das ist ein kleines YouTube-Special aufgrund der Tatsache, dass ich wieder nicht schlafen kann. Ich habe immer noch Probleme mit meinem Axolotl. Es hat irgendwelche Geschwülste im Mund und deswegen mache ich mir halt einen übertriebenen Kopf. Auf jeden Fall, ich versuche mir ein bisschen gerade die Zeit abzulenken. Wir haben mittlerweile 1.43 Uhr. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich spiele mit euch ein kleines Spiel heute mal. Ein Kartenspiel, um genau zu sein. Und zwar diese Wahrsagekarten. Die habe ich damals von meiner Oma bekommen. Habe ich früher als kleines Kind noch viel gespielt. Das sind 36 Spielkarten. Leider habe ich den Tod verloren. Aber ich habe eine schöne Ersatzkarte gefunden. Die wird jetzt in dem Kartendeck eingemischt und als Tod fungieren. Ihr wisst schon, der schwarze Mann. Und so. Also, es ist jetzt hier kein Hass oder so. Guckt euch diese Karten an. Wie auch immer, ich mische sie jetzt. Und ich weiß nicht, ob das wirklich legitim ist, aber ich werde mir jetzt in diesem Video mal selber die Zukunft vorhersagen. Also ich glaube, eigentlich kann man das nur bei anderen Personen, aber ich kann das jetzt nicht für euch machen, da ich jetzt keinen von euch persönlich hier mit diesem Kartenset ansprechen kann und keiner diese spirituelle Verbindung zu den Karten aufbauen kann. Falls ihr wisst, was ich meine. So, die Karten sind gemischt. Ich mische die aber noch mal kurz durch. Weil man kann sich ja nicht sicher genug sein. Okay. Und jetzt? Ja, ich habe eine Hose an. Jetzt werde ich die Karten auslegen. Und zwar auf meinem wunderschönen Bett. Ich hoffe, ihr seht das alles. Und zwar muss ich das in einem bestimmten Muster auslegen. Ich muss jetzt jeweils 8 Karten nebeneinander legen. Mal gucken, ob das auch alles hier auf den Bildschirm passt. Ja, und dann muss ich jeweils 4 Reihen 8 Karten legen. Oh. Ich glaube, das ist der Tod. So, die letzten 4 Karten kommen unten in einer eigenen Reihe. Ich leg sie mal ein bisschen weiter nach hier in die Mitte, damit man das alles sehen kann. Und jetzt drehe ich die Karten um. Was ich auch sagen wollte, diese Karten haben echt schöne Bilder, so Shoutouts an diese Firma, die diese Karten macht. Ich guck doch mal kurz, wie heißt diese Firma denn? Altenburger und Stralsunder Spielkartenfabriken AG. 7022 Leinfelden bei Stuttgart. Shoutouts an euch, ihr macht echt gute Kartenspiele. Wie auch immer, wir sind weiter am Aufdecken, Leute. Oh, und das ist echt der Jerome. Also der Tod, meine ich natürlich. Machen wir weiter. Okay.
Nun zur Erklärung. Für einen selbst heißt es immer, falls man, also ich will jetzt hier keinen Gender-Hate oder so provozieren, falls man männlich ist, ist die Karte 28 deine Karte in diesem Set. Falls du weiblich bist, ist die Karte 29 deine Karte hier in diesem Fall. Falls du irgendein Geschlecht dazwischen bist, so sorry, dann kann man deine Zukunft nicht voraussehen, weil du eh hoffnungslos bist. Wie auch immer, ich habe die 28. Wo liegt die Karte? Könnt ihr sie sehen? Könnt ihr die Karte 28 entdecken? Ich bis jetzt noch nicht. Tatsache ist aber, dass sie genau ist diese Scheißkarte. Gibt's hier gar keine 28 oder was? Hier ist die 28. Boah, Leute, wie lange ich gebraucht habe. Es ist aber auch schon spät und ich bin ziemlich betrunken. Auf jeden Fall, was sagt jetzt diese Karte über mein Leben aus? Theoretisch so. Gucken wir uns doch erstmal an, was neben der 28 ist. Das ist einmal der Brunnen und einmal der Schlüssel. Also die 33, der Schlüssel, bedeutet Erfolg, wenn er in der Nähe ist. Der Brunnen, die Nummer 20, würde bedeuten, der Garten hier halt, große Gesellschaft steht bevor. Wenn es ganz nahe ist, dauernde Freundschaft. Das ist das Lustige, mit einem Freund habe ich eben dasselbe gemacht. Ich habe ihm seine Karten gelegt und er hatte auch eine dauernde Freundschaft im Anstehen. Und ja, wir kennen uns halt noch nicht so lange. Das fand ich jetzt schon sehr interessant gerade. Was haben wir noch in der Nähe? Direkt über mir, die Fische. 34. Vermögensgewinn durch glückliche Unternehmungen. Das kann ich mir vorstellen, weil ich bald umziehe und mein eigenes Haus kriege. Unter mir ist das Kleeblatt. 34, nee, 2, sorry. Bringt Glück. Falls von Wolken umgeben, Vorbote großen Kummers. Also in der Nähe sehe ich keine Wolken, da ist irgendwas, die Ratte, Sonnenschein. Oben sind die Wolken, neben dem Garten. Was könnte denn der Garten in der Nähe von Wolken bedeuten? Gucken wir doch nochmal nach. Garten ist 20. Steht nichts mit Wolken, also scheint es nichts wirklich Schlimmes zu sein. Ja, der Tod, der liegt auch entfernt. Oder 4, der Jerome. Das müsste man eigentlich auch nochmal gucken. Ist nicht so gefährlich. Wenn er jetzt in der Nähe wäre, würde es eine Verlust oder eine Krankheit bedeuten. Aber was haben wir noch in der Nähe? Wir haben diese Vögel in der Nähe, diese 12. Das sind Schwalbenvögel. Mühseligkeiten, die aber von kurzer Dauer sind und überstanden werden. Ja, könnte auch wieder was mit diesem Haus, in das ich einziehe, zu tun haben. Ich muss es ja erst noch renovieren. In der Nähe von mir habe ich auch noch die 7 liegen, die Schlange. Das ist Unglück, je nach Entfernung von Personenkarte. Heißt auf jeden Fall immer Verrat, Verlust oder Heuchelei. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, das ist leider
Sorry, meine Aufnahme hat gerade abgebrochen, weil ich die kostenlose Version habe. Ich war gerade dabei bei der Schlange, dass die halt auf jeden Fall immer Verrat, Verlust und Heuchelei bedeutet. Und das ist halt so immer so mein Leben. So, oder jedes Leben. Wir haben aber auch noch den Anker in der Nähe bei mir. Über mir, rechts. Und der bedeutet im Grunde, dass ich ein glückliches Unternehmen auf See habe oder vorteilhafte Geschäfte und treue Liebe erwarte. Ja, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Weiter in der Nähe hätte ich Schleifchen. Das Kind. Und man ist von guten Menschen umgeben. Ja, da kann ich in letzter Zeit auf jeden Fall nur dazu sprechen. Weiter in der Nähe hätte ich noch die 6, die Wolken. Helle Seite der Personenkarte zugewandt Glück. Dunkle Seite Unglück. Das kann ich jetzt gerade ganz ehrlich nicht sagen, Leute, weil die Personenkarte liegt nämlich genau auf der Ebene mit der Karte. Das heißt so, das könnte alles bedeuten. Na, was habe ich denn da noch? Hier hätte ich noch die Nummer 11, die Rute. Familienzwist, häusliche Sorge, Ehekrise, Fieber, Krankheit. Ich hoffe doch nicht, weil das ist sehr, sehr in der Nähe, wenn ihr gerade seht. Oh je. Die Ratte, die habe ich auch noch. Das ist die 23. Das ist die Maus. Drohender Diebstahl in der Nähe der Person. Man erhält das Gestohlene zurück. Ja, das hört sich gut an. Das ist sehr in der Nähe von mir. Das heißt, ich krieg geklaute Sachen zurück. Ja, Dirk, dann gib mir doch mal mein Handy bitte wieder. Du Hurensohn. Nein, Spaß, du bist ein übertriebener Hurensohn. Die Sonne ist auch noch in meiner Nähe. Das ist die 31. Glück. Ja, schön. Die Sterne und das Herz hätte ich noch in der Nähe. Herz, Freude, Glück, Eintracht. Sterne sind Glück in allen Unternehmungen. Falls Wolken in der Nähe, Kette unglücklicher Zufälle. Fuck. Hier sind die Sterne, da sind die Wolken. Das heißt, es wird eine Kette unglücklicher Zufälle, oder? Oh. Leute, das Spiel, das fickt mich jetzt schon so. Was ich hasse, was nicht in meiner Nähe ist, ist der Fuchs und diese Schatulle hier. Die wären vielleicht schön. So, ich guck mal, was das bedeuten würde. 25 ist die Schatulle. Oh, das heißt, das ist. Ich krieg eine glückliche Heirat mit einer glänzenden Mitgift. Weil die rechts von mir liegt. Links davon würde heißen Bruch der Verlobung oder Trennung zweier Liebender. Das heißt, Vivian, wir können doch noch heiraten. Der Fuchs, die Nummer 14. Das bedeutet keine Gefahr vorhanden, weil der weit weg ist. Schön. Naja, ich denke, ihr habt begriffen, woraus hinausläuft das Spiel so. Man kann sich so eigentlich alles so schön reden und so sein Leben sich zurechtreimen. Es macht auf jeden Fall Spaß so. Also, es macht mehr Spaß, als an die Bibel oder den Koran zu glauben. Also, wenn ich an irgendwas glauben sollte, falls ihr mich fragt, dann sag ich so: Digga, ich glaube an die Wahrsagekarten von Lenormand.
aus der Zeit Napoleons. Müsst ihr euch mal reinziehen. Der Nachdruck ist verboten. Hört auf, das zu drucken. Peace. Ach so, und noch was. Das war natürlich nicht ernst gemeint hier. Karten können keine Zukunft voraussagen. Niemand kann das. Gestaltet eure Zukunft lieber selbst.